Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück zu City Skylines, zur Folge 75. Sind wir inzwischen und das ist schon krass, wie viel ich bisher schon aufgenommen habe und gespielt habe. Und krass, dass die paar Autos richtig geil parken und dass die Striche hier wunderschön platziert wurden. Und dass es anfängt zu regnen. Oder schneien, wir haben Frühling. Ah ne, ich habe einen Vogel gehört. Wir müssten einen Frühling haben. Also, es dürfte nicht schneien. Und die Mods sind wieder da. Also, keine Ahnung, was los war. Aber die sind wieder da. Hier, zack. Und oben links, zack. Kann man auf jeden Fall wieder benutzen. Sind wieder benutzbar. Ich werde auch versuchen, dass ich die Kreuzungsmod, wie auch immer man die nochmal nennt, nur dann verwenden werde, wenn man wirklich nicht zurechtkommen mit den Tools, was das Spiel bietet, weil man kann, glaube ich, man kann klar im Spiel selber auswählen, ey, fahr nur rechts lang, ey, hier geht's nur links lang, und wenn man damit gar nicht zurechtkommt und ich will halt was komplett Exotisches und Außerirdisches machen, dann, erst dann nehme ich die Mod. Ansonsten sind die Mods nur da, dass wir die schon mal haben, falls wir die überhaupt brauchen sollten. Nur mal so zur Info. Man könnte hier ein Beach Resort draus machen. Die Häuser stehen ja eh da. Dann könnte man die auch eigentlich ersetzen, oder? Würde, glaube ich, nicht viel machen. Also es sieht, glaube ich, cooler aus, wenn wir dann so ein Resort hätten. Ein Resort. Denke ich mal. Sieht man dann gleich. Ob die überhaupt schick aussehen, weiß ich jetzt gar nicht. So, dann haben wir hier nochmal ein paar. Cool ist natürlich, und das ist halt echt cool, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben, dass man einfach die Gebäude, die ausgewählten Flächen mit den anderen Flächen einfach ersetzen kann und die behalten auch die, ja, die Struktur bei. Heißt, siehst du hier, ich habe es einfach ersetzt, bleibt in der Struktur, wie ich es halt angemalt haben, dann wird nicht das gesamte Feld halt ausgemalt. Das ist wiederum cool gemacht. Das war im letzten Teil nicht so. Das war viel, viel hirnzerreißender, viel anstrengender. Aber hier ist cool gemacht. Ich glaube, hier werde ich kein Hochhaus reinbauen. Zumindest nicht in das Gebiet. Da passt es überhaupt nicht hin. Hier könnte man vielleicht ein kleines Gebiet machen mit Hochhäusern, ja. Aber das hier sieht schon irgendwie cool aus. Dann geh nochmal hier hinten hin. Also hier, das Gebiet hier mit so einer Schneise drin und dann hier so ein paar, ja, nee, also ja, nee, ich müsste hier nochmal mehr machen. Das sieht komisch aus. Geben die Lärm? Warte, ich schau mal, bevor ich die jetzt platziere, ob die irgendwie, weil es ist halt, nee, ich müsste woanders schauen, gell, nicht da, wo schaut man denn da? Hier. Gelb. Ursachen für Lärm, okay. Die geben zumindest Lärm ab. Die Wohnungen gar nicht. Interessant, die Hochhäuser geben keinen Lärm ab, aber die hier, ah, weil das die gemischten sind. Gewerbe und Wohngebiet. Ah, ich verstehe. Okay. Aber komm.
Machen wir das so. Zack. Dann müssen die hier nochmal ein bisschen weichen. Und dann machen wir hier halt ein paar Gewerbeflächen rein. Ist okay, weil ich glaube, die einzigsten Gewerbeflächen sind da drüben. Dann hätten sie ja nochmal ein bisschen Gewerbe und können ja auch nochmal direkt zur Arbeit gehen, müssen nicht rüber pendeln. Auch wenn der Weg jetzt nicht ganz so weit ist, aber okay. Und trotzdem haben wir hier jetzt ein paar Hochhäuser drin. Auch wenn wir die Verfügbarkeit eigentlich gar nicht haben, wurden hier trotzdem Hochhäuser gebaut und die sind auch da und existieren. Also da sind auch Leute eingezogen, was sehr cool ist. So, in dem Sinne brauchen wir hier aber auch natürlich dann jetzt Parks. Sonst beschweren die sich und dann hauen sie wieder ab. Aber der ist trotzdem merkwürdig gemacht hier. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sich so einen Krampf hier mit dem Tool überlegt hat. Ist halt echt ein kompletter Abfuck irgendwie. Also ein Pixel hin oder her entscheidet schon über Leben und Tod. Kann man hier auch den Park hinbauen? Würde auch gehen. Ja, der hier bringt aber wieder mehr. Okay, lass mal so. Ja, weil sonst verschwinden die halt wieder. Sonst meckern die wieder rum. Das Angebotsbedarfssortiment ist nicht so hoch. Also verschwindet man hier wieder. Tschüssikowski. Darf natürlich nicht sein. Na, ich glaube, jetzt ist es besser. So, komplett einzelne sah nicht ganz so gut aus. Das hier ist okay, aber so ein bisschen geballter jetzt wieder. Ist okay, kann man so lassen. Sieht gut aus. Ja. Passt. Auch von der Ferne. Sieht okay aus. So. So viel zu dem Bereich da hinten. Ich glaube, der hier passt ja auch einige Mal. Warte, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Parks? Nicht mit Parks, sondern mit Parkplätzen. Mit Parkplätzchen. Ist okay, hier hätte man ein Parkhaus. Ja, da parkt fast niemand. Auf jeden Fall okay. Lass mal so. Hochhäuser kommen ja noch ein paar hinzu, werden gerade noch gebaut. Ja, kann man so lassen, sieht okay aus. Ich habe tatsächlich irgendwie das Bedürfnis, hier demnächst ranzugehen. Aber da haben wir halt auch so eine kleine Struktur drin. Also da habe ich halt auch letztes Mal, na gut, ist jetzt schon ein bisschen länger her, halt auch, ich glaube, das Gebiet hier neuer gemacht mit dieser Struktur hier. Aber da ist mir noch so ein bisschen zu viel drin. Also ich weiß, ich könnte mal eher in so einem Vorstadtgebiet reinbauen, aber ja, weiß ich nicht. Will ich halt trotzdem umbauen irgendwie. Mach ich vielleicht sogar gleich. Ich glaube, das mache ich wirklich sogar gleich. Dass ich gleich einfach hingehe, das Gebiet abreiße, weil Geld haben wir genug. Einwohner, ja, fallen halt dann, aber müssten eigentlich auch wieder steigen. Achtung, Speicher wieder. Ich würde es einfach machen. Ich würde das Gebiet hier abreißen, dann neu bauen. Ich würde dann auch ein paar mehr Reihenhäuser bauen, weil das finde ich so cool hier. Mache ich einfach. Mache ich nicht einfach. Da fahren, glaube ich, Busse durch. Yep. Da fahren Busse durch.
Aber ist ja im Endeffekt egal, wenn ich die Linie abreiß, die Straßen, dann werden die Busse ja sowieso, also die Haltestellen werden eh gekillt. Und die Busse, weil die Linie muss ja dann neu platzieren. Dass ich sowas mache überhaupt, jemals. Schon verwunderlich irgendwie. Weil eigentlich, seitdem ich Cities Skylines spiele, halt auf den ersten Teil, habe ich mich eigentlich nie an sowas rangewagt. Ich habe halt die Stadt wirklich immer so gelassen, wie ich es halt gebaut habe, also die Grundstadt. Ich bin nie hingegangen und habe dann gesagt, so, jetzt hier Ende. Jetzt werden wir mal das ganze Gebiet abreißen, neu bauen. Habe ich nie gemacht. Habe ich mich nie getraut. Aber jetzt schon. Warte. Machen wir es so. Ich will nicht die komplette Brücke da abreißen. Das hier lasse ich mal so. Zack, zack. Das ist eine Straße. Flop. Gewäsch. So, jetzt einmal bitte die Häuser mit wegmachen. Fängt wahrscheinlich gleich wieder richtig an zu lecken. Aber gut, so ist es. Aha, schau. Straße, hier ist so ein Gehweg. Blöd nur, dass man nicht mehr auswählen kann. Also man kann halt immer nur so Häppchen für Häppchen, so kleinere... Ah, ja, jetzt habe ich den Radiosender wieder. So. Man kann halt nur Häppchen für Häppchen von den Häusern markieren und nicht so mehr machen. Hingehen, sagen, so, die Fläche bitte abreißen komplett. Das geht halt nicht. Ob das zukünftig irgendwann mal kommt, keine Ahnung. Was reißt man denn da schon wieder ab, was eine Bestätigung oder Berechtigung haben möchte? Hier der Park, weiß ich jetzt, ja. Ah, der Sendemast hier wieder. Die müssten auch dringend mehr Radiosender rausbringen. Mit so cooler Musik irgendwie. Also die Musik ist echt cool. Mehr Radiosender und weniger Werbung in diesen Radiosendern. Braucht kein Mensch. Was ist das da? Ah, ich glaube, das sind die Bushaltestellen. Ich reiß einfach auch mal hier an der Street einfach die Gebäude kurz mal weg. Was haben wir hier? Ah, Krankenhaus. Ja, das darf man nicht abreißen. Ein kleiner Park, ja. Okay, so. Nein. Die Schule nehmen wir mal und bauen die mal ganz kurz hier unten hin. Kann man sich natürlich jetzt richtig gut leisten. So. Oh ja, jetzt wird's cool. Jetzt kommt nämlich das Planerische wieder. Wie könnte man jetzt hier rangehen und die Stadt planen? Zuallererst würde ich die zwei Kreisverkehre miteinander verbinden. Dass wir jetzt eine größere Straße nehmen. Na gut, halt eine mittlere Straße. Und dann rangehen und dann die hier umbauen. Ich weiß, ich habe damals die Straße hier weggerissen, weil die halt zu viel Stau gemacht hat. Aber jetzt baue ich es einfach wieder hin. So, und verbinde direkt hier oben. So. Dann gehen wir auch direkt mal hier rüber.
Genau, und machen das einfach so weiter. Bis hierher. So, dann könnten wir eigentlich gleich wieder die Grundschule nehmen und können ja wieder hinplatzieren. Nochmal die Grundschule dahin. Den Funkmast daneben hin. Burgruine kann so bleiben. Aha, okay. Das wird jetzt, glaube ich, richtig cool werden hier. So. Geh mal hier hoch. Verbinden. Ah, es regnet hier. Hm. So, gehen wir dahin. Einmal Kurve bitte. Gehwege. Dann verbinden wir die mit der Straße hier. So. Boah, ist okay. Können wir aber hier weitergehen und gehen dann hier noch nach unten. Okay. Jetzt darf ich es halt wirklich nicht verkacken. Jetzt muss ich. Und die Markierung mache ich auch mal komplett weg hier. Mache mal komplett neu. So. Jetzt darf ich es halt wirklich nicht verkacken. Und muss das wirklich richtig gut bauen. Und zwar richtig gut. Dann würde ich das erstmal hier bauen. Da würde ich dann wieder zu der Technik. Das Ding hier nehmen wir mal, die Burgruine und. Cool. Bauen die dahin. So, dann würde ich wieder zu der Technik nehmen. Gehen. Mit einem Grid. Und würde dann hier so einen Grid hinbauen. Oh cool, passt das eigentlich direkt? Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Okay. Gehen wir hier noch ein Stückchen. Hier gehen wir nicht, wir gehen. So entlang. Hier vorne hier noch ein Stück raus und ein Stück hier runter. So. Dann gehen wir hier nach unten. Nehmen wir die Straße, könnten die hier wieder so gerade bauen. Oder je nachdem, was halt dann. Ich glaube, das ist gerade, ja. Und ziehen die hier mal durch. So. Yep, das sieht schon viel besser aus als davor. Einfach tausendmal besser. Dann können wir hier gleich ansetzen. Dann immer am besten Kreuzung an Kreuzung. Dann das Ding ist halt, man muss so wenig Kreuzungen wie möglich bauen. Dann kann man halt dadurch den meisten Stau verhindern. Weil klar, wenn du jetzt halt eine Kreuzung, 10 Kreuzungen hintereinander hast und nur 5, ist halt ein Unterschied. Muss man halt 10 Mal halten oder halt nur 5 Mal.
an der jeweiligen Kreuzung. Macht da halt wirklich schon was aus. Was habe ich jetzt hier? Ah, sowas. Okay, jetzt dürfen die aber anscheinend nur von dort fahren, aber nicht von hier. Ist aber egal, macht nichts. Kann man eigentlich auch als Vorteil sehen. Oder benutzen. So. Gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier noch hoch. Wie sähe das wieder aus, wenn man hier wieder so ein kleineres Squid reinbaut? Ja, sieht gut aus. Und hier nochmal eins. So. Ah, schade, da hätte ich jetzt drauf achten können. Hätte man schön verbinden können, aber macht nichts, weil, jetzt sind wir mal die Straße. Wie geht denn die? Habe ich noch nie verwendet. Okay, so geht die. Gut. So. Mitte. So hin. Ist aber okay. Kann man wirklich so machen. So, das hier wird jetzt spannend. Heißt, einmal klicken, klicken und ranbauen. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Das ist wirklich saugut. Und schau mal jetzt. Zack, hat sie das Gebiet einfach um Lichtjahre verbessert. Es sieht richtig geil aus. Um Lichtjahre. Und so würde ich das halt mit den Gebieten machen, die ich halt hässlich finde. Dann gehe ich da teilweise hin, reiße sie ab, baue sie neu. Wie zum Beispiel das Gebiet hier. Ist okay. Kann man so lassen für eine Siedlung. Aber könnte man halt auch nochmal besser und schöner bauen. Aber das hier, ich finde ja die Muster so cool irgendwie. Dass wir halt so ein bisschen Abwechslung da drin haben. Weil hier an den Rand kann man jetzt zum Beispiel komplette Reihenhäuser hinbauen. Zack. Bumm. Dann kann man hier auch nochmal Reihenhäuser hinbauen. Da machen wir jetzt keine hin. So, weißt du, an den Rand überall. Ja gut, hier wird es schwierig. So, da machen wir keine hin. Hier auch nicht. Da auch nicht. Aber hier kann man wieder welche hinmachen. Hier, hier. So, okay. An den Rand so ein paar Reihenhäuser. Na gut, hier könnte man auch nochmal welche hinmachen. Da, 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 da. Oh ja. So, reitest du dann wieder wechseln? Geil. Wieder wechseln? Okay. Jetzt kommt wieder normale Musik. So, nehmen wir die hier. So, und dann kann man jetzt die ganzen Gebiete eigentlich wieder mit den normalen Gebäuden voll machen. Aber bevor wir das machen, möchte ich jetzt nochmal schöne Gehwege hier hinbauen. Machen wir sowieso viel zu selten. Oder ich. Was
jetzt mit der Musik los? Streiken die jetzt? Wächst mir halt ein. Ich glaube, ich habe die Musik kaputt gemacht. Die Musik auf dem anderen Radiosender. So, dann hier einmal hoch. Ja, gut. So, einmal rum. Ich kann halt jetzt nicht so viel kommentieren beim Gehwege bauen. Also nicht, weil ich jetzt komplett hier angestrengt beim Bauen bin, sondern was soll ich da kommentieren? Achtung, er wird einen Gehweg bauen. Mm, oh ja. Und jetzt der nächste. Er klickt. Er zieht. Und er baut. Halleluja. So. Ist auch okay, ja. Kann man auch machen. Gut, und hier geht es dann wieder auf die Straße. Zack. So, okay. Sieht schick aus. Hier vorne könnte man auch nochmal einen Gehweg hinbauen. Wow. Keine Ahnung, wo der jetzt hier die Farben hernimmt. Ist okay. Parkplätze bauen wir auf jeden Fall jetzt. Wie sieht's hier aus? Ist okay, ist okay. Ist okay. So. Dann bauen wir jetzt auf jeden Fall hier Parkplätze rein. Und wenn möglich, nicht an die Hauptstraßen. Weil da gibt es halt dann immer kräftig viel Stau, wenn man da halt genau da dann Parkplätze hinbaut. Deswegen eher ein bisschen abgelegener. Und dann passt es. Hier ausnahmsweise schon. Okay, ist glaube ich okay. Kann man so machen. So, Bushaltestellen. Das auch noch. Okay, da war die eine Bushaltestelle an der Stelle hier. Die reißen wir jetzt mal gekonnt ab. Dann gibt's die erste Bushaltestelle hier. Dann hier. Dann fährt er wieder so rum. Wo fährt denn der eigentlich lang? Der fährt dann da unten rein, gell? Gar nicht mal so schlecht. Dann hält er hier. So, und dann hält er hier. Die machen wir weg. Nein. Mir ist das Spiel gerade abgestürzt. Gut. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann. Boah. Also, ja. Mal schauen, wie viel jetzt weg ist.